So, damit Hallihallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Star Wars The Old Republic. Ich bin immer noch Yumika und ich hab's geschafft. Es sieht vielleicht etwas komisch alles aus, aber es wird schon irgendwie funktionieren, denke ich. Und ich würde sagen, dieses Video nehmen wir genauso ernst wie dieser Blick dieses Mannes. Man sieht es, dieser lebensbejahende Blick ins Leere. Wunderbar. So, wir müssen jetzt zum Rat. Zum Rat der Jedi. Und ja, das war's. Danach dürfen wir nach Hause fahren. Und ich denke, wenn wir zu Hause ankommen, dann machen wir uns vielleicht noch eine Pizza. Und gucken so ein bisschen im Jedipedia rum. Also ich denke, wir haben heute noch viel zu tun. Vielleicht läuft auch Two and a Half Jedi. Oh, was ist das? Oh, Wissen. Okay, in dem Spiel werde ich auf jeden Fall nicht alles vorlesen. Also, ich öffne es euch, dann könnt ihr es selbst lesen, aber das ist mir hier echt zu blöd. So. Ich habe die Tempelarchive durchsucht. Dieser Machtanwender, der die Fleischräuber anführt, hat nie eine Jedi-Ausbildung erhalten. Dann haben die Sith uns gefunden. Sollten wir uns nicht auf sie vorbereiten? Beruhigt euch, Padawan. Im Moment ist das alles noch nicht sicher. Aber wir haben alle eine anwachsende Dunkelheit gespürt. Vielleicht wird sie endlich enthüllt. Hier ist definitiv Dunkelheit. Was habe ich verpasst? Der Feind, dem ich mich stellte, wollte den Jedi-Orden vernichten. Das stimmt gar nicht. Kann es nicht werden. Das stimmt nicht. Na, das hat den Raum jetzt aufgehellt. Dies ist der Padawan, der unsere Leute im Trainingsgelände gerettet hat. Dies sind Meisterin Kiwix und ihr äußerst mitteilsamer Padawan Kira. Die anderen Meister werden von fernen Welten übertragen. Was ist er? Es ist bedauerlich, dass wir so weit verstreut sind. In der Tat. Die Sicherheit des Tempels wird unerwartet gefährdet. Bis heute waren die Fleischräuber unorganisierte Wilde. Jetzt nicht mehr. Sie haben sich kaum über Nacht verändert. Das sind ganz offensichtlich falsche Informationen. Wir haben die Eingeborenen ganz klar unterschätzt. Der Mann, der die Fleischräuber angeführt hat, war vermutlich nicht alleine. Ein großer Teil Tysons ist noch unerforscht und wir haben nur wenige Ressourcen zur Verfügung. Ich kümmere mich darum mit der Hilfe meines neuen Padawans. Orges, ihr habt seit Coruscant keinen Padawan mehr angenommen. Die Macht ist stark in ihm. Stärker, als ich es seit Jahrzehnten gesehen habe. Ich kann mir keinen besseren Meister vorstellen, um die Ausbildung dieses Padawans zu beenden. Ich auch nicht. Ich schon. Alles klar. Das wäre der Niggi-Move ever. Das wäre der Niggi-Move ever. Der Typ, der ewig kein Padawan mehr nimmt, denkt sich einmal, okay, den nehme ich. Und dann sagt der Padawan, yo, ich hätte aber lieber Satil. Ich schließe meine letzte Prüfung ab, sobald wir mit den Fleischräubern fertig sind. Nimm dir das zum Vorbild, Kira. In der Kammer unten findest du Ausrüstungsgegenstände. Statte dich aus, wir treffen uns dort. Oh geil, krieg ich jetzt ein Lichtschwert? Ich sehe einfach nicht aus wie die... Okay. Wo müssen wir hin? Ich glaube, ohne die Map würde ich ein MMO nicht überleben. Mit meinem Orientierungssinn. Ich glaube, in WoW ist es auch mal wirklich vorgekommen, dass ich eine halbe Stunde lang durch die Stadt gerannt bin, aber nur die Map offen hatte. Ich habe gar nicht gesehen, wo ich hingerannt bin. Ich habe einfach nur meinen Punkt auf der Map gesehen, wo ich hinlaufe. Und ich laufe falsch. Toll. Das ist traurig, dass mein Orientierungssinn wirklich so für'n Arsch ist. Aber es ist halt echt so, dass ich in WoW damals dauerhaft die Map aktiviert hatte. Irgendwann bin ich mal auf die Idee gekommen, die Map wenigstens durchsichtig zu machen. Aber egal. Du betrittst den Story-Bereich. Okay, wenn ich den Protokolldruiden verprügel, kann ich hier bestimmt ein paar gute Dinge mitnehmen. So.
Hightech will. Diese verfluchten Ratstreffen. Ich sterbe eher an Altersschwäche, als dass meinen Kollegen der Gesprächsstoff ausgeht. Ich unternehme lieber etwas gegen Probleme, als über sie zu diskutieren. Genau. Dennoch gibt es Momente, in denen Reden das Richtige ist. Du bist Hals über Kopf in diese Sache reingerutscht. Du wirst auf Gefahren treffen, denen sich viele Jedi niemals stellen müssen. Ich kann dir nicht verdenken, wenn du Fragen hast. Jetzt hättest du die einzige Gelegenheit dazu. Die einzige Frage, die mir gerade durch den Kopf geht, warum haben sie nicht ein viertes Charaktermodell gemacht für alte Leute? Also für Leute, die so unbedingt so einen Imperator oder so einen alten Jedi-Lehrer herstellen wollen. Ich meine, das sieht nicht aus wie ein alter Mann. Der hat immer noch Schwung in den Knochen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich glaube, ihr verbergt etwas. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ihr mehr über die Sache wisst, als ihr mir sagt. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl, aber das ist alles. Wenn ich mehr weiß, sage ich es dir. Vertrau mir. Ich weiß, dass ihr mir ohne guten Grund nichts vorenthalten werdet. Ich bewahre keine Geheimnisse. Ich vermeide nur arglose Gerüchte. Wir brauchen verlässliche Antworten. Es gibt eine Gruppe Twi'lek-Pilger auf Tython. Sie kämpfen schon seit Monaten gegen die Fleischräuber. Heißt nicht Twi'lek? Die Republik hat uns gebeten, den Twi'lek unsere Hilfe zu verweigern. Sie haben sich illegal angesiedelt, aber ehrlich gesagt, brauchen wir sie. Immigranten! Immigranten! Die Republik sollte den Jedi keine Vorschriften machen. Ich habe vergessen, wie beeinflussbar ein Padawan sein kann. Vergiss nicht, die Jedi existieren, um der Republik zu dienen, auch wenn wir anderer Meinung sind. Die Twi'lek haben eine Siedlung in den Bergen. Das ist dein nächstes Ziel. Errichte ein Basislager und sprich mit der Matriarchin. Finde alles heraus, was die Twi'lek über die Fleischräuber wissen. Und wenn sie nicht kooperieren? Wenn die Twi'lek ihr Wissen nicht teilen wollen, wie weit darf ich sie treiben? Treibe sie nicht, überzeuge sie. Zeig diesen Leuten, dass wir hier sind, um zu helfen. Ich werde bald zu dir stoßen. Möge die Macht mit dir sein. Ich finde es gerade interessant, was mir fällt gerade auf. Obi-Wan sagt ja immer, möge die Macht mit dir sein. Immer. Und nur weil er dieses immer dran gehängt hat, ist es das Erste, woran man sich eigentlich erinnert, wenn es um die Macht geht. Also von diesen Sprüchen her. Es ist zumindest das Erste, woran ich denke, wenn ich an Star Wars denke. Dieser Spruch. Das ist der, wo mein Kopf richtig durchfickt. Ach verdammt, ich hab ein Schimpfwort gesagt. Jetzt kriege ich von meiner Oma was vielleicht kein Kuchen mehr. Das ist eure Schuld. Mein Kuchen. Finde ich nicht gut. Ich hoffe, die Grafik wird wirklich noch besser. Ich downed, wenn du spielst. Ich aber lade ja gar nichts runter. Vielleicht wird das Spiel mal dann nächste Folge mal neu starten. So, zum Haus der Matriarchin. Ich frage mich, ob ich dahin schnell reisen kann. Welches Level sind wir? 5. Alter, sind wir gut. Ist das nicht ein Sith-Charakter gerade gewesen? Ja, das ist ein Imperiums-Charakter. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, genau wegen diesem Vererbungsding kann man das ja machen. Krass. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Also ich muss schon sagen, Siri hat ziemlich dazugelernt. Oder Cortana. Cortana hat dazugelernt. Ich meine, diese Robostimmen werden immer besser. Wundert es. Okay, nur mal kurz eine Frage. Das ist ein illegales Dorf, okay? Wenn das ein illegales Dorf ist, was die Republik nicht hier haben will, warum ist dann der hier?
Ach, Dorfgleiter. Ach so, die haben hier einen Dorfroboter drin. Ach, alles klar. Okay. Ich dachte mir jetzt schon so, wenn das ein illegales Dorf ist, warum ist dann ein republikanischer Typ da? Okay, wo ist denn der Heilroboter? Ach, hier. Ja, gerade sagt man es noch und dann kommt ein der republikanische Sanitätsdienst. Okay, Drogen kannst du behalten. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. So viel zum illegalen Dorf. Ist ja kein Schwein, dass sie da drüben stehen, oder? So, hier ist irgendwo eine Quest eigentlich. Achso, die ist weiter weg, als es aussieht. Okay. What the fuck? Was ist mit deinen Augen los, Alter? Noch mehr junge Jedi in Kalikori. So, so. Ja, ich bin Yulef Fahn, Meister der Rituale. Willkommen. Ihr wollt an der Zeremonie teilnehmen? Seid ihr euch der Gefahren bewusst? Verrückte Fremdlinge. Ahoi. Tut mir leid, ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Dann hat man euch noch nichts erzählt. Entschuldigt. Viele eurer Freunde, die Padawane, kommen nach Kalikori, um das Ritual des Übergangs zu vollziehen. Diejenigen, die die Zeremonie bestehen, werden mit einer Audienz bei Kolovish belohnt, um ihre Weisheit und ihre Geschenke zu empfangen. Erzähl mir mehr. Klingt nach einer Herausforderung. Padawane machen das? Egal. Wer ist Kolovish? Worum geht es in dieser Zeremonie? Kolovish lebt oben in den Bergen. Einst war sie unsere Anführerin. Jetzt leitet und beschützt sie uns. Um die Zeremonie abzuschließen, müsst ihr die 1000 Stufen zu ihrem Zuhause erklimmen. Ihr müsst eine Fackel bei euch tragen und die Signale entlang des Pfads anzünden. Ihr müsst die Flamme vor den Bestien und den Fleischräubern beschützen. So werdet ihr euren Wert beweisen. Wenn ihr wollt, kann ich die Fackel entzünden. Sie brennt nur für kurze Zeit. Aber wenn ihr würdig seid, wird es reichen. Ich bin bereit, die Flamme zu tragen. Okay. Dann geht und entzündet jedes der Signalfeuer entlang des Gebirgspfades. Wenn ihr das Ende erreicht, werdet ihr Kolovish begegnen. Warum habe ich nur das Gefühl, dass sie die Alte opfern wollen? Hört sie so an. Und wo ist die Fackel? Wo habe ich mir die Fackel denn jetzt hingesteckt? Und warum wird es mir so warm gerade in der Hose? Irgendwas stimmt hier, glaube ich, nicht. Ach, da ist die Fackel. Ist es die Fackel oder ist es was anderes Langes? Wer weiß? Wer weiß, Leute? Kann der überhaupt nachweisen, dass das Ding ausgegangen ist? Ich meine, ich denke, ein Jedi hat bestimmt ein Feuerzeug oder so. Heutzutage, zu dieser Zeit, wo das spielt, sind Feuerzeuge gerade richtig in Trend gekommen, wisst ihr? Hier und das. Das sind auch Fleischräuber? Also, okay. Sah gerade aus wie ein Nilpferd. Oh, das ist ja Fleisch. Okay, den müssen wir angreifen. Das muss da. Okay. Es funktioniert aber, die Steuerung. Zumindest im Kampf gegen einen einzigen Gegner, der sich nicht wirklich wehren kann. Bitte greif mich nicht an. 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 Danke. Epische Musik, du kannst langsam aufhören. Es war ein einziger Gegner. Und der ist schon lange tot. Oh, ja. Oh, okay, das ist sowas wie der Hinrichtungsbutton, oder wie? Aha. Ich muss sie töten. Ich habe langsam das Gefühl, die Fackel kann gar nicht ausgehen. Also bis jetzt funktioniert die Steuerung eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Okay, die haben gar nicht gezählt, oder wie? Schiss, Betrug, Wucher! Okay, die zählen nicht. Das müssen immer diese drei sein.
Rubinrock des Nerftreibers. Ah, sieh mal, zu dem Zeitpunkt gibt es Nerfgear schon. Ist ja geil. Dann wurde ich eindeutig in der richtigen Zeit. Ach so, die Quest ist schon abgeschlossen. Okay. Button. Okay. Das mit den Buttons wird wohl bei mir noch ein bisschen dauern. So. Ah ja, okay, das ist richtig. Oh man, das wird lang dauern, bis das eingeprägt ist. Aber ich kann mich erinnern, ich hatte Steuerung V hier ganz vorne beim, wo ich früher gespielt habe. Weil ich wollte gerade instant Steuerung V für den. Ja, das muss ich vielleicht noch umsetzen. Ich glaube, ich mache das jetzt gleich mal. Steuerung V. Ich habe instant auf Steuerung V gedrückt. So ein bisschen was bleibt schon im Kopf. Epische Musik, du kannst aufhören. Ich schwöre, du kannst wirklich aufhören. Also, es ist okay. Ist okay, wenn man. Egal. Oh cool, sie hat aufgehört. Jetzt bloß nicht einen Kampf anfangen. Oh. Den müssen wir angreifen, Leute. Der wird uns wahrscheinlich killen. Das wollte ich gar nicht machen. Okay, Leute. Suchen wir das. Aua, das tut doch weh. Komm, Mr. Wurstfinger. Dieses Battle gewinnt ihr. Oh, jetzt wollte ich den Finisher noch raushauen. Hat sich gelohnt. Nee, hat sich kein bisschen. Ah, Mann. Gib es doch nicht. Ich habe mich schon gefreut. Oh. Jetzt dürfen wir wieder 10 Stunden epische Musik hören. Sag mal, wie schnell haben die eigentlich so einen uralten Tempel hier gebaut? Jetzt mal so gefragt. Haben die sich nicht gerade erst angesiedelt und haben jetzt schon einen uralten Tempel? Seltsam. Ich glaube, die Republik hat ein schlechtes Zeitgefühl. Ihr habt euch tapfer geschlagen, Jedi. Ich habe die Signalfeuer gesehen, als ihr den Pfad erklommen habt. Nur wenige von euch schaffen es so weit. Ich bin Kolowisch, erste Matriarchin und Deuterin der alten Schriften. Ich habe unser Volk auf diesen Planeten geführt. Seid willkommen. Ihr habt es hergeführt. Es Danke. Ist mir eine Ehre, euch zu treffen, Matriarchin. Und es ist mir eine Ehre, einen Jedi zu treffen, der unsere Sitten achtet. Selbst unser eigenes Volk, die anderen Twi'lek, verspottete uns und lehnte die Autorität der Matriarchen ab. Darum kamen wir hierher. Jetzt habt ihr das Ritual durchlaufen und zählt zu den Freunden der Pilger. Ja. Ihr teilt unsere Last und unsere Stärke. Schluck. Ich fühle mich ausgesprochen geehrt. Nehmt diese Geschenke. Ihr müsst wissen, dass wir nicht viel besitzen. Aber als Jedi teilt ihr diese Welt mit uns und euch steht eine schwierige Zukunft bevor. Ich glaube, wir müssen ihnen so ein bisschen Zucker um den Anus schmieren. Ich möchte gern helfen. Kann ich irgendetwas tun? Uns helfen. Erinnert euch an uns und an unsere Sitten. Geht euren Verpflichtungen nach. Und wisst, dass mein Segen mit euch geht. Irgendjemand ist Level up. So. Achso, wir haben ja gar keinen Kopfschutz auf. Haben wir ja abgezogen. Nein, das ist auch das Falsche. Aber es sieht eigentlich ziemlich cool aus. Würde ich gern behalten. Hoffentlich kann man hier transformieren oder irgendwie sowas. Das wäre schon sehr sozial.
Jetzt mal nur so nebenbei eine Frage gestellt. Können Jedi überhaupt an Sturzschaden sterben? Ich meine, die haben doch die Macht. Die können doch Machtsprünge hinmachen, wo sie wollen. Oder? Also, das denke ich halt. Egal. Und auf geht's wieder zurück. Natürlich immer nur auf den Wegen, die vom Spiel gewollt sind. Wir werden niemals versuchen, irgendwie abzukürzen. Nur damit es überhaupt nicht funktioniert und wir eigentlich langsamer als die anderen sind. Okay. Wenn ich mich recht erinnere, wo ich meinen neuen Charakter erstellt hatte, war ich mir eigentlich sehr sicher, dass ich ziemlich schnell einen Speeder bekommen habe. Entweder das war ein Event, dass ich ein Geschenk bekommen habe damals, oder ich irre mich einfach. Eins von beiden. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich jetzt versucht hätte, zuerst zum Matriarchin zu kommen. Wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich nichts. Ich hätte mich nur gefragt, wie komme ich da jetzt rein? Besitzer Yumi. Hey Matriarchin, was geht? Ich grüße euch, Matriarchin. Meister Augustin schickt mich, um euch beim Kampf gegen die Fleischräuber zu helfen. Die Jedi lassen sich also endlich herab und erkennen, dass mein Volk leidet? Wie edelmütig. Ich bin sicher, das hat auch überhaupt nichts mit dem Angriff auf euer Trainingsgelände zu tun. Es war uns nicht klar, wie groß die Bedrohung durch die Fleischräuber geworden ist. Und jetzt braucht ihr die Hilfe des Volkes, das ihr einst ignoriert habt. Meine Späher beobachten die Fleischräuber schon seit Monaten. Sie werden immer stärker. Ich werde euch erzählen, was wir herausgefunden haben. Oho. Aber nur, wenn ihr versprecht, mein Volk zu schützen. Wir leiden. Du brauchst Ruhe, Mutter. Lass mich diese Last für dich tragen. Es kann nur besser, Alter. Okay, beleidigt die alte Frau. Die Matriarchin scheint krank zu sein. Braucht sie einen Arzt? Danke, aber wir haben unsere eigenen Heiler. Das ist meine Tochter, Rana Tao Wen. Sie wird zusammen mit Späherführer Morind für mich sprechen. Oh, ich ja. Muss mich um andere Dinge. Ich werde mir aber keinen einzigen der Namen merken können. Mir ist egal, warum ihr hier seid. Hauptsache, ihr vernichtet die Fleischräuber. Seit sie die neuen Waffen und die Ausrüstung haben, jagen sie uns wie Tiere. Der Feind hat ein Lager im Tal hier in der Nähe. Meine Späher berichten, dass die Fleischräuber ihre Waffen und andere Technologien in einer Höhle aufbewahren. Das könnte sich lohnen. Wie praktisch. Schön, dass sie alles an einem Ort lagern. Das macht es leichter, alles zu zerstören. Es wird nicht reichen, die Waffen zu zerstören. Sie bekommen immer wieder neue. Wir müssen den Fleischräubern Angst machen. Ihre Waffen sabotieren, sie so manipulieren, dass sie vor ihren hässlichen Gesichtern explodieren. Wie sollen wir das machen? Sie verwenden Standardtechnologie der Republik. Wir könnten die Stromkreise und Plasmaspulen überladen. Hier, ich zeige es euch. Wow, schön zu hören, dass die Republik durch die Sabotage würden die Fleischräuber Verluste erleiden und ihren technologischen Vorteil verlieren. Wenn ihr uns die Technologie beschafft, könnten wir uns mit den Waffen verteidigen. Ihr seid zu dumm für was. Okay, das ist ja mal ein richtiger Jedi-Spruch. Wundert mich, dass da kein böses Symbol drauf ist. Beide Pläne könnten funktionieren. Mein Volk hat keine Angst davor, für seine Heimat zu kämpfen. Uns fehlen nur die Mittel dazu. Diese Diskussion ist sinnlos, solange ihr nicht dazu in der Lage seid, in die Höhle zu gelangen. Ihr braucht einen der Zugangsschlüssel der Anführer. Findet die Technologie der Fleischräuber und tut, was ihr für richtig haltet. Viel Glück, Jedi. Oh, das wird wieder so eine gut-böse Ding, oder? Ich weiß nur nicht. Bin mir gerade nur nicht sicher, was von beiden das Böse ist. Dass wir Waffen besorgen und diese Flüchtlinge sind es Flüchtlinge, keine Ahnung. Diese Leute hier bewaffnen, damit sie sich verteidigen und sogar angreifen. Oder dass wir alle Waffen mit Bomben versehen und die Ficker, diese nicht so netten Leute in die Luft jagen. Ich glaube, das in die Luft jagen ist das Bösere. Obwohl es auch nicht gerade im
Sinn eines Jedis ist, Soldaten auszubilden, aber nichts. Fuck it. Ja, und den Sinn würde ich auch sagen, ist das Video hier an der Stelle vorbei, Leute. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Lasst eine Bewertung da, wenn ihr Lust drauf habt. Und vergesst nicht, das Video mit eurer Oma zu teilen, um mir zu zeigen, wie super hippie ich doch bin. Bis dahin, Tschüssikowski und goodbye.